Ja, hallo, mein Name ist Nicole Kern und ich lade dich ein zu einem ganz besonderen Adventskalender dieses Jahr. Es ist ein besonderes Jahr 2020, für viele nicht so ganz einfach und viele wünschen sich einfach nur zumindest ein entspanntes und schönes Weihnachten mit ihren Kindern oder wenn du Pädagoge bist, mit den Jugendlichen in der Arbeit. Und daher gibt es diesen Adventskalender für ein entspanntes und schönes Weihnachten. Und jeden Tag öffnet sich ein Türchen für dich vom 1. bis 24. Hinter jedem Türchen steckt ein Experte oder eine Expertin, mit der oder dem ich dieses Jahr zusammengearbeitet habe oder ich. Und wir teilen mit dir unsere Tipps und Tricks für ein entspanntes Weihnachten mit Kindern und Jugendlichen. Und wenn du dich hier anmeldest, dann bekommst du auch jeden Tag eine E-Mail geschickt, wo du an den Adventskalender erinnert wirst. Also bekommst du ein Türchen zugeschickt und bekommst auch jeden Tag entweder ein Geschenk oder einen Bonus oder kannst an einer Verlosung teilnehmen. Genau, also ich wünsche dir wirklich ein entspanntes Weihnachten, deswegen melde dich an, denn du bist es dir wert, du bist der Held, entweder deiner Kinder und Jugendlichen oder wenn du Pädagoge, Pädagogin bist, in der Arbeit für die Kinder und Jugendlichen. Und deswegen sei es dir wert, melde dich an und hör dir die Tipps und Tricks an und setz sie um. Viel Spaß dabei! Ja, hinter dem 11. Türchen, heute am 11. Dezember, warte ich nochmal auf euch. Und zwar mit einer Atemübung. Die Atemübung ist auch aus dem Energiebooster-Programm für Eltern. Da gibt es ja jeden Tag eine Atemübung, 21 Tage lang. Und da habe ich eine für euch rausgesucht. Also es ist eine Atemübung, die dir Energie geben soll, die ja, dein Energielevel hochsetzt. Das kannst du sicherlich gebrauchen in diesen Tagen, dass du ein bisschen mehr Energie zur Verfügung hast. Und ja, ich würde sagen, ich quatsch gar nicht länger. Ich wünsche dir viel Spaß mit der Atemübung. Führe die Wechselatmung im Sitzen aus. Winkle den rechten Unterarm an. Strecke den Daumen, den kleinen Finger und den Ringfinger, während du Zeige- und Mittelfinger beugst. Bring die Hand zur Nase. Mit dem rechten Daumen kannst du jetzt das rechte Nasenloch mit kleinem Finger und Ringfinger das linke Nasenloch schließen. Verschließe das rechte Nasenloch mit dem Daumen. Atme 8 Sekunden lang durch das linke Nasenloch ein. Verschließe das linke Nasenloch mit den Fingerkuppen von kleinen Finger und Ringfinger. Löse gleichzeitig den Daumen und atme durch das rechte Nasenloch 16 Sekunden lang aus. Ohne Pause atmest du nun nach dem Ausatmen anschließend wieder 8 Sekunden durch das rechte Nasenloch ein. Nach der vollständigen Einatmung verschließt du das rechte Nasenloch wieder mit dem Daumen. Löse Ring und Kleinfinger und atme links 16 Sekunden aus. Hiermit ist ein Zyklus vollendet, also ein Zyklus läuft wie folgt ab. Links 8 Sekunden einatmen, rechts 16 Sekunden ausatmen. Rechts 8 Sekunden einatmen, links 16 Sekunden ausatmen. Wiederhole dies 7 Mal. Thank you.
voller Energie zurück. Diana Hermes-Göring. Der ein oder andere kennt mich vielleicht auch aus dem Adventskalender, wo ich für den Jugendhilfeträger Lior, für den ich hauptberuflich tätig bin, vorstellen durfte, wie wir unsere Kinder während der Advents- und Weihnachtszeit sinnvoll und kreativ beschäftigen. Die Menschen, die hinter dem Adventskalender stecken, hatten jetzt aber noch eine ganz andere tolle Idee, und zwar, dass ein Teil des Erlöses an ein Projekt gespendet werden soll. Und dieses Projekt darf ich jetzt vorstellen, und zwar handelt es sich um KitKit. Es ist mein Herzensprojekt schon viele, viele Jahre. Nicht nur, weil es ein Kölner Projekt ist, sondern weil es einfach eine tolle Sache ist. Vielleicht schaut ihr es euch auch einfach mal im Internet an unter KIDKIT. Es ist eine Online-Plattform, auf der sich Kinder und Jugendliche anonym beraten lassen können. Und zwar, wenn sie aus Sucht, Glücksspielsucht, psychisch kranke Eltern, Gewalt oder sexueller Missbrauch belasteten Situationen kommen, oftmals eben im familiären Kontext. Anonym genau deswegen, weil wir alle wissen, wie schnell und arg Kinder und Jugendliche in Loyalitätskonflikte kommen, es aber dennoch eben belastende Situationen gibt und einen hohen Leidensdruck, wo eben Abhilfe geschaffen werden sollte oder ihnen eben nochmal Unterstützung und Hilfe angeboten werden sollte. Und dieses Projekt ist eben KitKit. Schaut es euch an, hört euch die Songs an, lasst es euch, führt es euch zu Gemüte. Und ich bin sehr froh und glücklich darüber und kann auch sagen, im Namen von KitKit vielen, vielen Dank, ja, für jeden Cent. Denn wie wir alle wissen, ist natürlich auch jetzt zu Zeiten von Corona die Belastung einfach für viele Familien, gerade auch für sozial schwache Familien, umso höher und umso arger. Und entsprechend gibt es dann natürlich auch immer wieder mehr Anfragen, das konnte mir jetzt auch die Geschäftsführung von KitKit bestätigen, dass es immer mehr Anfragen gibt. Wir tun unser Bestes, schaut es euch gerne an, und ich hoffe, jeder zieht ganz viel für sich aus dem Adventskalender raus und kann viel für sich mitnehmen. Dann bleibt mir jetzt eigentlich nur noch allen eine wunderschöne, besinnliche Weihnachtszeit zu wünschen und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Bis dann. Tschüss.